Guck! In diesem Video gelingt uns der Durchbruch. Also, wir leben hier in diesem Haus in der Bretagne, das nach unserem Wissen vor rund 20 Jahren so renoviert wurde, wie es jetzt aussieht. Aber das Haus hier ist noch lange nicht so, wie wir es haben möchten. Als wir dieses Haus hier das erste Mal besichtigt haben, haben wir die Besitzerin sofort gefragt, ob das irgendwie eine tragende Wand ist, weil wir hatten sofort so eine Vorstellung von dem Haus, wie wir das haben möchten. Und diese Wand, die muss weichen dafür. Wir wollen hier einen langgezogenen, offenen Raum haben, in dem man sich frei und fließend bewegen kann und nicht so wie jetzt. Wenn man jetzt hier von dem Essbereich ins Wohnzimmer will, dann muss man erstmal da durch diese Ecke, durch beide Türen durch. Eigentlich will man hier lang, aber das geht nicht. Man muss erst durch diese Tür hier durch, in den kleinen Flur, Tür zu, Tür auf. Ehe man im Wohnzimmer ist. Und das ist einfach total beschissen. Das ist total beschissen. Moin! Deswegen haben wir entschieden, diese Mauer, die machen wir jetzt weg. Genau. Und irgendwie fühlt sich das an, als wäre das hier so ein Abstellraum. Wir wollen es einfach offen haben und frei sein. Also, Attacke! Das war einfach. Ja, bevor wir jetzt hier den großen Vorschlaghammer schwingen, gucken wir uns erstmal an, wie diese Wand überhaupt aufgebaut ist. Vielleicht können wir die Rigipsplatten auch einfach abschrauben. Vielleicht können wir uns nämlich gleich so ein großes Stück da rausschneiden, womit wir später die Tür zumachen können. Deswegen schlagen wir jetzt nicht einfach alles ein. Dann müssen wir nämlich nichts kaufen. Ihr wisst ja, hier kommt nichts weg. Die kommen weg hier. Ja. Oh, jetzt kommt die Steckdose mit raus. Ach du Scheiße. Oh, stimmt, die war ja auch nur so provisorisch. Eieiei. Achso, ja, das Problem ist, dass auf der Rückseite ja noch eine Heizung montiert ist. Müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir mit der Heizung machen. Ja, da ist der Heizkörper und hier sind noch Steckdosen und da ist noch ein Schalter. Das heißt, dieses Stückchen Wand, das soll sowieso stehen bleiben. Vielleicht wäre Handschuhe tragen auch nicht verkehrt. So, Annika ist noch auf der einen Seite am Werken und ich fange jetzt schon mal hier an. Wir hatten ja eigentlich gedacht, die Wand wäre hohl, dass das einfach nur zwei Rigipswände sind. Aber so ist es nicht. Das ist erst Rigips, dann kommt diese Holzvertäfelung und dann kamen nochmal zwei Schichten Rigips. Das war also jetzt ein dickes Paket. Oh, da sind sogar zwei Schichten Rigips. Das gibt's doch nicht. Boah, ist meine Maske. Scheiß Stau. Hier sind es auch nochmal zwei Schichten Rigips. Und eine geile Tapete ist hier hinter. Geil, an einem Stück. Die ist schon fast wieder schön, die Tapete, was? Oh, scheiße, das war auch erst wieder die erste Schicht Rigips. Noch eine Schicht. Hier sitzt vor und hinter der Vertäfelung einfach ein Nagel, hier in diesem dicken Eichenbalken. Und das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, weshalb dieser Nagel nicht einfach so rauskommt, sondern aufwendigst rausgeschlagen werden muss. So. Ja, ziemliche Kackarbeit.
Du musst oben schlagen. Ja. Oh, oh, jetzt ist was, ein bisschen was vom Balken abgeplatzt. Ja, das Oberste. Hallo. Guck. Geil! Huhu! Und du guckst zu, ne? Gefällt uns bis jetzt richtig gut. So, Tag 1 hat schon mal ein großes, sichtbares Ergebnis gebracht. Der Heizkörper muss demontiert werden und die Tür muss ausgebaut werden. Und anschließend muss das Loch natürlich auch wieder zugemacht werden. Dafür haben wir uns die Rigipsplatten aufbewahrt, die wir hier rausgerissen haben. Geld gespart. Geil, manchmal muss man einfach Glück haben. Wir wollen nämlich jetzt hier diesen Heizkörper entfernen. Ich habe dazu ein paar YouTube-Videos gesehen, wie sowas geht. Das Problem ist, meistens bauen die nur diesen Heizkörper einmal ab, um ihn später wieder anzubauen. Aber wir wollen ja das komplette System mit den Rohren und sowas hier weg haben. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter, vor allem wenn man keine Ahnung davon hat. So, was ich eigentlich sagen wollte. Hier, wo man den Heizkörper zudreht, da ist ein Sechskant drin und wir hatten keinen passenden Sechskantschlüssel. Aber wir haben diese Regalbödenhalter mit Sechskant dran. Und das Sechskant passt genau hier rein und wir können es damit zudrehen. Zu. Super! Den Druck raus und das Wasser rauslassen. Schlitz. Haben wir einen Schlitz hier? Nee, ne? Dass man nicht einfach mal einen Werkzeugkoffer hier mit reinnimmt. Ich drehe jetzt auf. Oh ja. Geil, komm schon. Super. Das war ja nicht viel. Ja, ich denke mal, hier oben haben wir jetzt nur aufgedreht, damit unten gleich Luft nachkommen kann. Wenn wir es jetzt hier abschrauben, zieht hier die Luft nach und dann läuft der ganze Heizkörper leer. Ich denke, so wird das funktionieren. Ah, läuft die jetzt? Jo. So, jetzt geht's los, das Spektakel. Jetzt geht's ans Eingemachte. Das ist doch ein normales Gewinde, oder nicht? Macht ja keinen Sinn, dass das ein Linksgewinde ist. Hä? Oder warte also mal, ich brauche mal eben Licht. Ah, klar, das ist hier übergeworfen, also muss es doch in die andere Richtung. Okay. Weil die, jetzt checke ich's. Dann muss ich das in die Richtung. Ja, jetzt kommt's. Ich kann ja gleich wieder zudrehen, dann kannst du was ausleeren. Das Wasser fließt, juhu. Ey, wie cool, wir sind richtige Klempner. Richtige Handwerker. Schick mal erstmal aus. Wie man sich freut. Ganz fertig. Oh, Alter, oh, ist das schwer. Oh. Hat mir nicht auch gesagt, der Heizkörper hier soll auch weg? Wir sind jetzt gerade im Obergeschoss, weil die Heizungsrohre ja vom Erdgeschoss in den ersten Stock führen. Ich blute schon wieder. Und hier kommen die Rohre an und das ist echt mega interessant, da mal so hinter diese Bauten hier zu gucken. Ich nehme euch mal mit rein. Das sind unsere Heizungsrohre, die von unten ankommen und dann hier auf weitere Heizungsrohre stoßen. Ja, das muss ja auch mal alles erneuert werden. Ja, definitiv. Und irgendwann wollen wir das Haus halt richtig mal runterstrippen. Diese ganzen Gipskartonwände weg. Jo. Wieder ein neuer Papst gewählt. Schaut mal, da hinten wird ein neuer Papst gewählt. Seht ihr das? Weißer Rauch. Ja, wir müssen uns jetzt auf den Samstagabend auf jeden Fall noch... Samstagabend ist maßlos übertrieben. Wir haben 3:45. Auf dem Weg in den Baumarkt machen, denn der Druck von der Therme ist ja jetzt weg. Und wenn wir heute Abend noch warm duschen wollen, dann müssen wir die Rohre heute, glaube ich, noch verschließen. Vor allem morgen ist Sonntag. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Druck. Druck. Was uns auf der Therme gerade fehlt. Willkommen in der Bretagne. Wo es die eine Sekunde regnet und in der nächsten Sekunde wieder die Sonne scheint. So, wir sind wieder zu Hause. Folgendermaßen. Die Vorbesitzer, die haben uns jede Menge so einen Klempnerkram hier gelassen. Unter anderem auch dieses hier. Bestehend aus so einer Aufziehmutter, einem Schneidring und hier so einem geschlossenen Endstück. Und genau so wollten wir jetzt eigentlich das offene Rohr zumachen. Das hier ist aber der falsche Durchmesser. Das heißt, wir brauchen genau das hier in einem 18 mm Durchmesser. 18 mm scheint aber irgendwie so ein auslaufendes Maß zu sein oder sowas. Also in dem Sinne von, dass es das nicht mehr gibt. Weil die hatten im Baumarkt diese Schneidringe hier nicht mehr. Jetzt haben wir eine ganz andere Lösung. Jetzt haben wir das gekauft.
Flussmittel, Lötdraht und die passende Gaskartusche dafür. Ich habe mich schon richtig in alte Zeiten zurückversetzt gefühlt. Als Metaller habe ich nämlich wirklich Hunderttausende von diesen Schneidringen mit diesen Überwurfmuttern aufgezogen. Es müssen wirklich Millionen sein. Das war eigentlich meine Hauptaufgabe. Immer nur diese Schneidringen mit Mutter aufziehen. Zack, so ab in eine Maschine, Knöpfchen drücken. Bzz, bzz, Mutter aufgezogen. Und das den ganzen Tag und die ganze Nacht. Also von da aus dem Schacht kommen ja die Heizungsrohre hier an und von hier gehen die runter in den Wohnbereich auf den Heizkörper. Hier müssen die Rohre zugemacht werden. Jetzt haben wir hier im Schlafzimmer oder beziehungsweise da, wo später mal unser Schlafzimmer werden soll, auch noch diesen Heizkörper, den wir auch nicht brauchen werden, weil wir hier im Schlafzimmer ganz anders heizen werden. Das ist aber ein ganz anderes Thema, da sprechen wir irgendwann anders mal drüber. Das heißt, jetzt muss erstmal dieser Heizkörper ab und dann werden wir zwei Stellen totlegen. Aber erstmal gehen wir jetzt eine Runde mit dem Hund, der quengelt. Wir sehen uns wieder, wenn die Heizung demontiert ist. Der Heizkörper ist jetzt abgeklemmt. Wir haben an der Therme den Wasser, so ein kleines Ventil zugedreht. Wir haben sogar den Haupthahn hier draußen auf unserem Hof zugedreht. Und ich glaube, normalerweise lässt man das Heizungswasser an der Therme an sich ab, aber wir finden da ehrlich gesagt nichts. Weshalb wir jetzt gerade versuchen, das gesamte Heizungswasser hier über dieses Ventil abzulassen. Damit wir da die Rohre durchtrennen können und uns kein Wasserschwall entgegenkommt. Hauptsache, alles funktioniert am Ende wieder. Und das bezweifeln wir. Oh mein Gott, was haben wir uns nur damit angetan? Ja, kann sein, dass wir uns gerade richtig in die Scheiße manövrieren. Ja, wahrscheinlich. Okay. Und am Ende sitzt dann doch ein Klempner da. Wir haben sowas von keine Ahnung, was wir hier tun. Samstagabend. Dö, 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 dö. Juhu. Und ich habe jetzt auch gleich Hunger. Es hat aufgehört. Ja, Freunde, sollen wir das doch noch aufschneiden? Ach, ich sollte ja auch den Schneider holen. Ja, wir brauchen jetzt den Rohrschneider und wir trennen jetzt einfach das Rohr durch. Und dann schauen wir, was passiert. Ja, und dann können wir es auch löten. Das dauert doch nicht lange. Ja, das schauen wir dann. Ansonsten für heute reicht es vielleicht auch erstmal, das Rohr dann zuzukneifen. Es ist ja kein Druck auf der Leitung. Also, was soll passieren? Ja. So, das hier ist unser Rohrschneider. Den hat uns Gott sei Dank auch die Vorbesitzerin zur Verfügung gestellt. Jetzt müssen wir es ja hier eigentlich abklemmen, richtig? Richtig. Die führen ja nach unten, die kommen ja dann raus und die auch. So, dran und dann wieder zu und dann rum? Ja. Boah, wir sind gleich durch. Oh, ein bisschen Wasser kommt schon, man sieht's. Aber ist ja auch normal, ein bisschen Wasser wird da jetzt auch kommen. Ich habe trotzdem ein bisschen erhöhten Puls. Ich habe auch erhöhten Puls. Es ist durch. Es ist durch. Oh mein Gott. Wie viel Wasser kommt jetzt, ist die Frage. Mehr als eine kleine Schale kam jetzt noch nicht. Das Rohr, das quetschen wir jetzt einfach zu und dann ist Feierabend für heute. Ja. Rohrzange. Rohrzange. Zack. Das geht doch wunderbar. Komm, das sieht doch nicht schlecht aus. Für heute soll es das erstmal reichen, aber wir haben uns ja extra dieses ganze Löt-Equipment gekauft und werden morgen dann einfach die Lötstelle, oder nein, die offene Stelle, die gequetschte Stelle, noch zulöten. Wir haben außerdem gesehen, an der Therme ist auch so ein Rohr einfach zugequetscht und zugelötet. Das wird schon funktionieren, glaube ich. Wir können es ja beobachten und solange kein Wasser durchkommt, ist doch alles gut. Jetzt? Oh, lala. Hoppala. Yo, okay, ist draußen. Hoppala, alles klar. So, nach dem dritten Versuch ist es, glaube ich, ganz gut geworden. Das sieht erstmal dicht aus. Ich habe sowas ja mal gelernt, Schweißen und Löten und sowas, aber das ist mittlerweile schon 15 Jahre her. Von daher, ich weiß eigentlich grob, was ich hier tue, aber mir fehlt halt komplett die Praxis seit 15 Jahren. Aber genug geübt, jetzt geht's ans richtige Heizungsrohr. So, wir haben hier jetzt die ganze Ecke so ein bisschen mit Metall verkleidet, Feuerlöscher am Start, Wasser am Start. Dann sollte uns hier auch nichts abfackeln. Für alle Fälle. Ansonsten fürs Löten brauche ich jetzt ein bisschen Platz. Die Kamera stellen wir also beiseite. Irgendwie ist der Wurm drin. Wir kriegen es nicht zu. Das geht auch gar keine Verbindung ein. Wir haben ja extra den Fachmann im Baumarkt gefragt, was wir brauchen dafür. Und der hat uns eben dieses hier mitgegeben. Und da steht drauf, das braucht eine Temperatur von 800 Grad. Dann kommt da noch so ein ganz kleines bisschen Wasser raus, sobald ich das erhitze. Dann geht das erst recht schon mal keine Verbindung ein.
Alles umsonst gekauft hier. 50 Euro für die Scheiße. Wir werden morgen wahrscheinlich einfach in einen anderen Baumarkt fahren. Irgendjemand muss ja wohl so einen 18er Schneidring haben. Ah, das ärgert mich ums Geld. Nützt nichts. Morgen zum anderen Baumarkt. Oh! Therme an. Therme an. Steht auch nicht mehr auf Error. Doch. Nee, ich mach's ja jetzt an. Okay, na dann hau rein. Ach nee, jetzt habe ich's ausgemacht. War ja schon an. Oha. Ja. Ich prüfe ihn. Alles noch dicht. Schlechte Nachricht. Es tröpfelt. Es ist jetzt nicht, dass da Unmengen rauskommen, aber es tröpfelt. Kontrollier das nochmal. Oh, nö. Wird mehr? Sieht man denn wo raus? Aus dem Ende oder dazwischen? Eher am Ende. Ja, was soll ich gucken? Ja, weiß ich auch nicht. Alles poltert irgendwie in den Heizungen. Ja, aber das ist normal. Da muss ja jetzt erstmal alles... Ja, wir können wieder warm duschen. Oh, Gott sei Dank. Ja, und die Heizung wird auch warm. Ja, manchmal braucht es eben 2 oder auch 3 Versuche. Aber jetzt können wir mit Stolz sagen, es ist dicht. Das Löten, das hat ja nicht wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann hatten sie im ersten Baumarkt keine Schneidringe. Im zweiten Baumarkt gab es auch keine Schneidringe einzeln. Da mussten wir uns irgendwas zusammenstellen. Ach, hör mir auf. Das Ergebnis zählt, es ist dicht, das ist wichtig. Damit können wir jetzt das ganze Heizungsthema abhaken und wir können unten weitermachen. Was jetzt noch fehlt, ist das Verschließen dieser Lücke hier und wir haben uns gestern dafür diese Bretter gekauft. Aber bevor wir die hier montieren können, müssen wir sie erstmal bearbeiten. Ja, und du trampelst erstmal richtig schön drauf rum, ne? Wie immer. Julian jetzt eine Schweizer Kante dran gefräst und das sind ja die Übergangsbretter hier und ja, so leicht kann jetzt hier keiner mehr drüber stolpern. Eins fehlt jetzt noch, aber bevor wir das machen, machen wir erstmal das hier. Damit verkleiden wir jetzt hier diese offene Wand und wer aufgepasst hat, der erkennt, das ist... Das sind die alten Bretter von diesem Holzpanel. Ja. Der ist viel zu lang. Okay. Bringt gar nichts. Woo! Hey, Idi, willst du mitschlendern? Wir machen Spaß. Wo seh ich ihn? Ja! Hier! Woo! Okay, reicht, bevor es hier noch Verletzte gibt. Bisschen Yoga. Oh. Okay, genug. Seht ihr, dem Hund gefällt's auch ohne Wand. Genauso wie uns. Viel, viel besser als vorher. Ja, wir sind richtig zufrieden. Ha, man geht jetzt richtig gerne ins Wohnzimmer. Hier vor dem offenen Wandende ist jetzt eine schöne Verkleidung vor, genauso wie hier. Schöner Übergang. Doch, das gefällt uns richtig gut. Das trennt es irgendwo noch so ein bisschen ab, so als Wohnzimmer. Das finden wir richtig gut. Das ist auch schön zugemacht, keine Stolperfalle hier. Nur man muss aufpassen, es ist arschglatt hier. Eine Rutschfalle. Das ist nämlich nur gewachst, richtig schön Wachs drauf. Und das ist glatt wie sonst was. Jo, was gibt's sonst noch? Der Balken, der muss natürlich noch einmal lackiert werden, aber wir haben jetzt noch keine schwarze Farbe gehabt. Die werden wir aber noch besorgen. Die Tür, die da jetzt noch ist, da haben wir gesagt, die bleibt auch erstmal da, weil dadurch haben wir hier noch mal ein bisschen Lichteinfall. Hier ist ja jetzt meine Computerecke. Ja, moin! Das ist super jetzt. Ja, genau, da ist mein Computer und dadurch habe ich noch ein bisschen Licht. Irgendwann werden wir das bestimmt zumachen, weil hier soll auch noch eine Schiebetür hin. Irgendwann dieses Jahr, wann, wissen wir auch noch nicht. Nächste Baustelle haben wir auch schon angefangen. Das ist nämlich hier unsere Kaminecke. Der Kamin ist ja bereits vorhanden, aber der muss noch hier ja, installiert werden, eingebaut werden. Der soll eigentlich hier so stehen bleiben, wie er jetzt ist. Und das Rohr soll dann hier nach oben durch die Decke durch.
Und wir haben ja eben schon oder letztens einmal gesagt, dass wir anders heizen wollen im Schlafzimmer. Wir wollen nämlich mit dem Kaminrohr heizen. Genau, und außerdem die Wände, die sind auch, die Decken, die sind ziemlich dünn. Wir haben das schon festgestellt, der Raum über dem Kamin, der ist total warm. Und hier soll ja dann das Schlafzimmer werden. Das heißt, die Wärme von dem Kamin, die wird auch durch die Decke gehen und wird unser Schlafzimmer warm machen. Genau, dafür brauchen wir jetzt irgendwie so ein kleines Fliesenpodest. Hier an der Wand muss auch noch einiges passieren. Wir haben uns sogar schon für Fliesen entschieden. Uns wird nicht langweilig. Nee. Und wir sind schon so ein bisschen stolz auf uns, muss man sagen, oder? Ja. Als wir hier hingekommen sind, wir hatten doch gar keine Ahnung von nix. Wir wussten, dass man am Thermostat hier die Heizung warm und kalt macht. Aber jetzt haben wir den ganzen Heizkörper hier aus dem System irgendwie entnommen. Wir haben das ganze Heizungssystem lahmgelegt und das ganze dreimal. Und ein Rohr dicht gemacht. Hatten wir auch keine Ahnung, wie das geht. Gut, wenn man sowas öfter macht oder schon öfter gemacht hat, dann ist das nichts Besonderes. Aber wenn man das erste Mal selber macht, ohne Hilfe, nur wir beide, dann ist man schon ein bisschen stolz drauf. Und gespart. So. Ja, das war's dann auch schon wieder von uns. Am Mittwoch gibt's ein Video aus der Werkstatt. Also abonniert uns gerne, gebt dem Video einen Daumen hoch. Freut uns sehr. Wir sagen jetzt au revoir. Et à bientôt.